Herr Kunz, laut Zielsetzung der Richtlinie sollen ja künftig, ähnlich wie das im Finanzbereich, also im Investmentbereich schon länger der Fall ist, auch künftig im Versicherungsbereich die Produkte besser zu den Kunden passen. Werden sich nun aus Ihrer Sicht auch die Produktwelten der Versicherer verändern in diesem Bereich? Und wenn ja, welche Sparten sind betroffen? Was muss der Vermittler an der Stelle wissen? Nein, also das ist nichts grundlegend Neues für uns. Wir haben in der Vergangenheit schon Produkte entwickelt, die auf den Kunden passen und haben auch entsprechende Prozesse bei uns im Haus etabliert, die sicherstellen, dass wir nicht am Markt vorbei entwickeln und auch, dass wir unsere Produkte kontinuierlich anpassen, um auch entsprechenden Entwicklungen Rechnung zu tragen. Das bedeutet für uns, die Anforderungen, die die IDD hier stellt, sind hauptsächlich dokumentarischer Natur. Das heißt, wir müssen bestimmte Dinge in bestimmter Form dokumentieren und müssen diese Informationen auch an unsere Vermittler weitergeben. Herr Zopf hat ja eingangs gesagt, der Vermittler muss gemäß Zielmarkt verkaufen. Dieser Zielmarkt ist eine neue Anforderung, wobei neu letzten Endes nur das Wording ist. Zielmärkte gibt es schon immer. Diese Zielmärkte werden wir zukünftig in einheitlicher Form dokumentieren und unsere Partner weitergeben und unsere Partner natürlich auch darauf verpflichten, die Produkte in den Zielmärkten zu verkaufen. Im Umkehrschluss nehmen wir auch die Rückmeldung unserer Partner an, wenn sie sagen, wir können dieses Produkt, aus welchen Gründen auch immer, nicht im Zielmarkt verkaufen, dann müssen wir darauf reagieren und müssen gucken, wie können wir dieses Produkt so definieren, dass es auch zu dem Zielmarkt, für das wir es konzipiert haben, passt. Herr Kunz, welche Hilfestellungen bieten die Serviceeinheiten der Versicherungskammer ihren Vertriebspartnern denn bei der Umsetzung der IDD? Ja, erstmal ist es natürlich grundsätzlich so, dass wir sicherstellen, dass wir IDD-konform handeln. Das heißt, alles, was Sie von uns bekommen, ist IDD-konform. Das Thema Vergütung, die IT-Systeme, die wir Ihnen bereitstellen, alle Prozesse, die wir zur Verfügung stellen, sind erstmal IDD-konform. Zusätzlich geben wir auch die Hilfestellungen, die wir erarbeiten, sprich wenn wir für uns prüfen, wie stellen wir IDD-Konformität sicher, das geben wir auch an unsere Partner weiter als Hilfestellung, damit unsere Partner auch ihre eigenen Prozesse überprüfen können. Wir machen entsprechende Vorgaben, sprich was sind unsere Erwartungen an unsere Partner, dass unsere Partner oder die unsere Partner erfüllen müssen, um die IDD-Konformität in ihrem jeweiligen Hause sicherzustellen. Das formulieren wir auch entsprechend. Und dort, wo uns der Gesetzgeber auffordert, das zu tun, führen wir auch entsprechende Prüfmechanismen ein, über die wir unsere Partner natürlich entsprechend informieren und wo wir gegebenenfalls auch Hilfsmittel möglicherweise technischer Natur zur Verfügung stellen. Und das wird dann abgewickelt in erster Linie über die Serviceeinheiten, also zum Beispiel die Versicherungskammer, Maklermanagement, Krankenwesen und so weiter, für diesen Prozess und die Kommunikation da drin verantwortlich. Genau. Okay. Das heißt, der vertriebsbetreuende Bereich letzten Endes ist dafür verantwortlich oder der bringt es in der Außenkommunikation letzten Endes an den Vertriebspartner. Und Aufgabe des Projektes ist insbesondere, die Vertriebsbereiche so zu unterstützen und so zu befähigen, letzten Endes, dass sie ihre Vertriebspartner draußen das an die Hand geben kann. Und wie der Kunz gesagt hat, kann es durch Checklisten sein, durch Umsetzungsempfehlungen, weil letzten Endes für jeden Vertriebspartner ist das natürlich eine große Herausforderung, allein wenn man den Umfang des Gesetzes und der delegierten Verordnungen schon auch noch letzten Endes die verschiedenen Orte, wo sich das alles befindet, ist natürlich für einen Gewerbetreibenden vielleicht mit ein, zwei Leuten eine ganz große Herausforderung. Das heißt, dass er natürlich froh, wenn ein Versicherungsunternehmen als Partner mir die Informationen gibt, die ich mir nicht selber mühsam zusammentragen muss.